Hallo und ein herzliches Servus, ich bin Anuka von Brick a Break und heute schauen wir uns eine riesige, eine gewaltige Lego Star Wars Sammlung an. Ich freue mich mega, gefilmt von Gefährtin und Gefährte, zusammen sind sie Joy Force. Und ich bin mir sicher, ihr kennt sie alle. Schaut unbedingt bei ihnen vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der Link drunten ist in der Infobeschreibung und natürlich auch hier oben in der Infobox. Klickt euch durch. Die Sammlung, die sie uns diesmal zeigen, ist von Brick Empire. Auch den findet ihr natürlich unten verlinkt. So, genug geschwätzt. Wir schauen rein. Ich freue mich mega. Los geht's. Todesstern muss er, der ist geil. Oh wow. ATT, schau an. The Clone Wars Sets. Schon sehr coole The Clone Wars Sets. Die republikanische Fregatte habe ich auch. Den Magna Starfighter habe ich gar nicht. Oh Gott, die Dinger sind ja auch mittlerweile teuer geworden. Die gibt es ja nur in zwei Sets, glaube ich. In Count Dooku's Solar Segler und im Magna Quad Starfighter selbst. Also ich glaube, ich habe drei von den Figuren. Die sind schon ziemlich geil. Also kann ich jedem empfehlen, der sie hat. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn nicht, ihr braucht einen unbedingt. Jeder braucht einen Magna Guard Starfighter. Magna Guard Wächter. Magna Guard an sich dann. Ich glaube, das schneiden wir raus. wow, ATTI, richtig geil. Wampa Cave, hier unten die Kanone noch. Super, super cool. Ja, genau, Clone Turbo Tank. Ah, und meine Lieblingsversion, die habe ich auch, ist die nicht geil? Und ich sehe die Tentive. Oh, das erinnert mich an so viele coole Streams und Momente. Die Tentive, richtig geil. Hier, Podracer, von den Anfängen war das 19, war das noch? Das war 1999, 2000, direkt zu Episode 1. Auch die gelben Minifiguren noch. Seht sie euch an, Leute, ist das nicht cool? Gelbe Minifiguren noch bei den alten. Also, gelbe Gesichter, was heißt gelbe Minifiguren? Gelbe Gesichter. Hier sieht man es sehr schön. Unten der Millennium Falcon ist ja auch einer der ältesten, ist aber nicht der erste. Da gab es noch einen älteren. Ich bin gespannt, ob er den auch noch hat. Soweit ich es verstanden habe, hat er ja jedes Star Wars Set, was jemals herausgekommen ist. Bin neugierig. Vielleicht habe ich ihn auch schon übersehen. Vielleicht war er schon, keine Ahnung. Wir können ja eine Strichelliste machen und schauen, wie viele Millennium Falcon und X-Wing Fighter er so hat. Mal schauen. Bin gespannt. Weiter geht's. Schottische Mucke einfach hier. Oh, dem ist X-Wing neben dem republikanischen. Der ist der nicht X-Wing. Arc 170, glaube ich. So in der Art. Nächster Millennium Falcon, Strichliste, zweiter Strich. Ich sehe Cara Dune. der AT-ST Raider, genau. Jo, hinten der Bomber aus Episode 8, wahrscheinlich das Beste, was Episode 8 uns jemals bieten wird oder halt geboten hat. Daneben der AT-AT, ist das der Motorisierte? Könnte der Motorisierte sein? Hinten Kylo Ren's TIE Fighter. Die Sets waren halt einfach besser als der Film, seid mir nicht böse, aber Episode 8, hör! Gruselig, gruselig. Ja, hier natürlich noch nicht zu vergessen der Jedi. Sternjäger mit den Hyperdrive Booster Ring, auch ein cooles Set, das ich mal zum Geburtstag bekommen, muss ich euch auch unbedingt mal vorstellen. Richtig geile Sache. Hier ein bisschen was von Solo. Ha! Das Shuttle da hinten, dieses Lambda. Ist das ein Lambda Shuttle? Ich gebe hier mein Unwissen zum Besten. Das Shuttle da hinten, das fand ich auch immer richtig cool, aber mir gefallen diese Formteile rundherum irgendwie nicht so ganz. Deshalb habe ich es mir nie gekauft. Ich glaube, das hätte ich sonst schon gern gehabt. Da hinten was von Solo, die zwei daneben und unten die Cloud City. Die Cloud City ist wohl auch richtig geil. Man hätte sich mehr Mühe geben können, klar, aber die ist geil. Von den Minifiguren, von der Kulisse, die man kriegt, ist halt wie ein Todesstern, ist halt offen. Wer verkleidet sich ja besser und auf den Sockel und mit noch mehr Teilen, das wäre schon ganz geil geworden. A-Wing ist wieder was frei im Regal, was da wohl stand. Ich
gehe gerade bei allen freien Plätzen hier durch, was man da noch alles hinstellen könnte. Der hat ja Sets ohne Ende. Ja, vielleicht tatsächlich jedes. Ich habe es nicht abgeglichen, ob er tatsächlich jedes hat, aber es sieht geil aus. Und der nächste Millennium Falcon, wieder ein Fall für die Strichelliste. Den brauchen wir wieder. Wir haben den von Major Von Wreck oder wie auch immer der Typ heißt bekommen. Wir brauchen wieder einen normalen TIE Interceptor. Wir brauchen ihn unbedingt. Schaut euch das Ding an. Das Ding ist alt. Ich glaube, das Ding ist fast so alt wie ich. Also alt. Und TIE Bomber. Warum haben wir keinen TIE Bomber mehr? Wir brauchen unbedingt mal wieder einen TIE Bomber. Bitte. Lego. TIE Bomber. Bitte. Unbedingt einen TIE Bomber. Ich kaufe den sofort. Also. Für einen 50er bitte in den Markt und ich hole mir das Ding. Ich will einen TIE Bomber haben. Die Assault on Hoth, das UCS-Set, steht hier hinter mir auch. Keine Ahnung, ob man es gerade sieht oder ob das so zugeschnitten ist im Moment. Die schottische Mucke einfach. Okay, das Bild ist geil. Tidyrium, Ewok Village, UCS Sandcrawler und ein Technik Jango Fett. Ich meine, Technik. Das ist einfach von der Konstruktion her, finde ich die Dinger irgendwie faszinierend. Sie sind optisch nicht mein Fall, absolut nicht, aber vom Gedanken dahinter, so Technik und Star Wars zu mischen, finde ich es eigentlich ein geiles Konzept. Ich meine, wir sehen es ja heute auch wieder, zwar mit Standardsteinen, aber diese Großfiguren, Baby Yoda, Pork, R2-D2, der ja kommen soll. Also, das ist ein Konzept, das wiederholt sich so ein bisschen. Diese Großfiguren, ich meine, die Kleinen aus, die so ausgesehen haben wie von Hero Factory, die zum Vergessen, aber das hier... Ja, da ist Nostalgie halt auch im Spiel. Ich glaube, wenn man sie heute nochmal rausbringt, ist auch so, braucht kein Mensch mehr. Aber ist ein bisschen Nostalgie, von dem her hat es für mich seine Berechtigung. Republikanisches Kanonenboot, sehr schön. Wieder eine freie Fläche, okay. Ich ziehe da ein, auf die freie Fläche. Das Regal ganz unten auf der anderen Seite, das gehört mir. Ich lege mich da hin mit dem Schlafsack. Das passt schon. Ich lache gerade wegen den Memes. Ich sehe gerade General Grievous Wheelbike. So, hello there, General Kenobi und so weiter. Ich kann die Szene auswendig, aber ich will euch hier nicht langweilen. Der imperiale Sternzerstörer im Hintergrund. Den hätte ich gerade komplett übersehen. Der könnte ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Aber geil, das ist das. Warte, zurück. Das Ding hier. Genau das hier. Das habe ich damals im... Was? Das war bei meinem örtlichen Händler. So, bei meinem örtlichen Händler habe ich das Set gesehen und habe mir gedacht, das sieht geil aus. Das wird in Star Wars 7 sicher richtig, richtig geil. Es ist aus dem Film geschnitten worden. Es ist einfach weg. Das war das gleiche mit Episode 8 und dem komischen Läufer da mit General Hux. Ich habe mir gedacht, der Läufer sieht okay aus. General Hux, ja, hätte ich gern mal. Kam genauso im Film nicht vor. Haben sie rausgenommen, dann weil es eine Konzeptzeichnung war, die schon an Lego vorab ging. Das finde ich echt schade. Da liegt aber der Fehler deutlich bei Disney. Also, das ist halt einfach schade. Ich meine, die Sets waren okay. Der Snowspeeder besser als der Läufer, aber ja, wir schauen weiter. Hyänendroiden-Bomber. Poe Dameron's X-Wing. Cool, habe ich euch auch gezeigt. Wieder ein AT-ST, das dürfte der aus dem Bunker sein von Endor. Ich habe den Endor-Bunker noch nicht gesehen. Nice! Geil! Haha! Sternzerstörer! Oh, der sieht top aus. Der sieht cool aus. Die Triebwerke hin. Ich habe ein Fable für diese Triebwerke. Tentive wieder dran. Natürlich wieder eine Tentive. Jetzt kommt die richtig geile Mucke. Ja, Slave One. Genau, so muss es sein, Slave. Und das da oben dürfte der Supersternzerstörer sein. Okay, die Füße sind auch fit. Superstern, jawohl. Ich zeig dir mal klasse. Ah, da lacht mein Schlachtschiffherz. Schön. Schön. Das ist auch cool. Das ist cool. Da
Das haben wir auch vor Ewigkeiten mal, als es das noch beim Toys R Us, auch als es den noch gab und es das Schiff beim Toys R Us noch gab, haben das Ring mein Papa und ich ein paar Mal bewundert. Wir haben es leider nie mitgenommen. Das ist heute auch noch so ein Ding, wo wir es noch ein bisschen in allerwertesten beißen, aber ich habe ja dann die kleine Variante Gott sei Dank noch bekommen. Oh, Baby Yoda. Da geht's weiter. Hier sind die ersten Modelle en masse. Schön. Cool. Oh Gott. Ich schmelze dahin. Ja, genau. Das ist ein Bild für die Götter. Schaut euch das an. UCS Millennium Falcon. Ich hoffe, ich krieg den noch. Ich will das Ding haben. Das sieht so. Ah! Mua. Top! Richtig, richtig geil aus! Was für eine hammermäßige Lego Star Wars Sammlung. Schaut unbedingt bei Brick Empire und bei Joy Force vorbei. Also, das ist richtig genial, was der da zusammengesammelt hat und auf die Beine gestellt hat. Richtig, richtig cool. Finde ich absolut klasse. Und das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann wahrscheinlich wieder mit einem ganz normalen Review. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut und ciao, euer Luca von Brick Break. Servus!